Moin Moin und willkommen zurück zur SV Sandhausen Karriere. Und zwar heute zum 22. Spieltag gegen den 1. FC Köln. Es ist die Partie der 7. zu Gast beim 8. Beide punktgleich. Beide sollten mit dem Abstieg nichts mehr zu tun haben und könnten mit einem Dreier beziehungsweise dann recht gleich so Richtung Europapokal was mal suchen. Und damit würde ich sagen, wie ein Schwarz der FC heute in Weiß. Parallel am Nachmittag Bayern gegen Leipzig. Und wir gehen rein in die Party. Und schau mal, was heute dann in Köln hier dann gehen wir rein ins Auswärtsspiel nach Köln. Wir schauen gleich mal kurz auf die Aufstellung des FC gegen den SV Sandhausen. Und dann schauen wir mal, wie der FC aufläuft hier zu Hause. In dieser Partie nochmal der Blick auf die Tabelle. Beide mit Platz 7 und 8 mit 30 Punkten. Also, dann schauen wir mal, wie der FC jetzt hier und die Regie gleich reinkommt. Damit schießt der FC mit Kessler, Volkowski, Marosio und Hector. Pavelka, Markovic, Schmiedebach, Bittencourt, Roger und Risse. Und unsere Schwung kennen wir, also gehen wir dann rein ins Auswärtsspiel. Wir stoßen an in Schwarz. Auf geht's von rechts. Linker Hauptmann Piontek und Kowski ist dazwischen. Auf jetzt von Piotrowski Hauptmann. Jawohl. Dann ist hier ein Eckball, weil ein Kölner der Balance über die Torlinie hinausdrückt. Piotrowskis Eckball ist nicht schlecht. Hauptmann legt nochmal ab. Der Abschluss abgeblockt. Hauptmanns Flanke, Maro klärt zum nächsten Eckball für den SV Sandhausen. Stolarski. Piotrowski, Flanke, die ist nicht schlecht. Und Christoph mit dem Kopfball ist in Seiten aus. Einwurf für den FC. Baccarada dazwischen. Einwurf für den FC jetzt. Risse. Baccarada.
Jontek. Hauptmann mit dem Einbruch des Hauses 1000. Gerada ist dazwischen. Hauptmann. Neffert. Hector ist dazwischen auf den FC. Der Spielball geht raus auf Risse, den Roger hat jetzt Platz. Roger zugestellt. Setzt sich trotzdem durch. Fischer greift dann einfach ab. Richtige erste Parade für den Sandhäuser Flussmann da. Gerade da. Spielaufbau mit Hauptmann, mit Meffert, mit Höhler nach außen. Stolarski. Berami. Meffert. Piotrowski. Höhler gut dazwischen nach außen. Stolarskis Flanke. Kopf bei Möglichkeit. Piontek kommt nicht ganz ran. Maro. Bittencourt setzt sich da durch. Hat jetzt Platz. Bringt den Ball auf Schmiedebach. Schmiedebach. Gut dazwischen. Dann der Abschluss. Fischer ist da. Lasky Meffert. Piontek. Guter Ball. Hauptmann setzt sich durch. Ne, gegen Sörensen, der dann doch klärt. Und dann Einwurf. Wurf. Berami. Hauptmann. Karata. Piontek. Höhler durchgesteckt. Piotrowski Riesending lässt er einfach liegen. Was tut er? Der junge Pole. Er lässt, das ist noch ein bisschen sein Markenzeichen, sein Manko. Er lässt zu viele Großchancen einfach liegen, so wie hier. Gegen Kessler. Das muss die Führung sein. Kein Foul für Markovic, doch Foul gegen Markovic. Köln einfach nicht, der VfB Wolfsburg hier zu Hause. Am nächsten Spieltag. Markovic jetzt mit dem Stoß. Ball klärt. Hauptmann. Berami. Olanski. Sörensen dazwischen. Den FC. So. Risse. Hektors Seitenwechsel. Risse hat Platz. Pavelka. Pavelka, Tor. Und der Ball, der ist, der passt da genau rein. Pavelka macht das stark. Richtig gut gemacht da. Hauptmann kommt nicht zum Abschluss. Kiste legt zurück. Franke.
Efforts. Chiller Chipball versucht für Höhle. Kommt aber nicht ran. Kessler langer Ball. Den Seiten aus. Einwurf für den SVS. Wir sind kurz vor der Pause. Packerader. Jotrowski. Höhler. Jotrowski. Haupt. Hauptmann. Packerader. Hauptmann! Hauptmann! Oh, Kessler kratzt den Ball raus im zweiten. Das gibt's doch gar nicht. Der FC kreuzt das Ding da raus. Das ist eine richtig starke Parade. Eckball kurz vor der Pause. Piotrowski abgeblockt. Kister nochmal abgefälscht. Nächster Eckball für den S. Jotrowski. Hauptmann. Flanke auf den langen Pfosten. Risse kriegt den Ball noch und dann ist hier aber Halbzeit in Köln. Und der FC führt durch den Treffer von Pavelka mit 1:0. Gegen unseren SVS mit 1:0. Und dann schauen wir rein, Leipzig liegt 3:0 bei den Bayern zur Pause hinten. Parallel, hier steht es also für den FC und damit gehen wir rein in den zweiten Durchgang. FC. Welker. Rami. Hector. Kurz gute Flanke geklärt. Piotrowski. Höhler, Hauptmann, Hauptmann sucht eine Anspielstation, dreht nochmal ab, auf Baccarata, das ist ein richtig gut gespielt, das ist Piontek, das ist nicht der Ausgleich, weil wieder Kessler richtig steht. Das gibt's doch gar nicht. Polarskis Flanke abgeblockt. Gibt den Eckball. Und dann gibt's wieder Freistoß. Freistoß Piotrowski. Gechippte Flanke, die überhaupt nichts bringt, weil Hector den Ball einfach abfangen kann mit der Brust und dann den Konter eröffnet. Über Bittencourt. Seitenwechsel von Markovic auf Olkowski. Und wir gewinnen den Ball. Und da ist Niedebach dazwischen. Baccarada. Baccarada. Bittencourt. Rogers Flanke. Polarski klärt. Rami. Hauptmann wird noch weggegrätscht der Ball und der FC spielt das hier richtig gut eigentlich, muss man leider so mal sagen. Das ist ja über Roger wieder. Polarski wird da weggegrätscht, gibt Einwurf. 62 Minuten gespielt. Werden nochmal wechseln.
Winter wird mal kommen für Hauptmann heute. Und dann schauen wir mal, was hier noch passiert in dieser Partie. Baccarat. Rami, Kister, Franke. Starker Ball, Winter. Winter, Winters Flanke, Kessler. Schmiedebach. Bittencourt. Winter. Winter. Bahrami legt den Ball nochmal ab. Piotrowski. Ein Wurf. Piontek. Höhler setzt sich durch. Höhler 1-1. Da ist er doch. Der etwas überfällige und verdiente Ausgleich in der 72. Minute des SV Sandhausen. Lukas Höhler mit seinem 9. Saisontor. Top Sandhäuser Torjäger in dieser Saison. Jonjic für den FC im Spielaufbau. Ah, oh, schade. Sörensen. Piontek. Meffert. Piotrowski, ah, schade. Ojic, faul gepfiffen. Esniewski. Komm mal, kommt noch mal rein in die Partie hier. In dieser 77. Minute der Freistoß vom FC, der lange Ball. Fischer ist da. Der Abwurf gleich mal raus für Rami auf Höhler. Piontek abgeblockt, der Abschluss. Gut dazwischen. Kiste klärt zum Einwurf für den SFC. Ball geklärt. Wiesniewski, der junge Pole. Den Ball ab, aber kommt kein eigener Mann. Clemens klärt, aber nur auf Zoller. Zoller am langen Eck vorbei. Riesenglück hier für den SOS Fischer. Langer Ball, Biantek. Langer Ball. Makarada.
ausgelegt. Wolarski. Höhler mit der Hacke. Winter setzt sich nicht durch, bekommt den Freistoßpfiff zugesprochen. Und dann schauen wir mal rein. Gibt den Freistoß. Wir sehen es gehen. Nee, ich glaube, da haben wir einen anderen Spezialisten. Nämlich einen. Wo ist er denn? Ein Winter, der das durchaus kann. Winter, Freistoß, der ist nicht schlecht, aber. Dann doch deutlich am kurzen Pfosten vorbei. Langer Ball, Mefferts. Und Fischer greift den Ball weg, wichtig. Nachspielzeit ist gleich um. Winter. Piontek nochmal der gute Ball. Jesniewski. Und dann ist hier Pause oder Ende in Köln und am Ende trennt sich der FC hier zu Hause vom SV Sandhausen mit 1:1 und der SV Sandhausen, also wir können beide mit dem Punkt eigentlich gut leben. Tabellarisch bringt uns beiden das nix, beide bleiben stehen, statistisch 4:10, 3:6 Ballbesitz mit mehr. Wir gewinnen mehr Zweikämpfe. Komma 0. Bayern gewinnt 4:0 gegen Leipzig. Dann haben wir jetzt Scouting Update, das ich euch, wo ich euch noch mit reinnehme bis 94er Potenzial, den beobachten wir mal in unserer Jugendakademie und ansonsten. Oh, hier ist auch noch jemand sehr interessant. Stefan Schwab und Farkas, beide da. Okay, Vargas, Farkas bleibt da mal da, denn für die Außenverteidigerposition suche ich ja noch nach Ersatz. Und dann haben wir ja nach 42 Spielen jetzt die Tabelle. Wir mit 31 Punkten immer noch 2 Punkte hinter Augsburg, Köln, Bremen, Berlin 35, Bayern 4. Und an dieser Stelle würde ich sagen, beende ich dann den Part, sagt danke fürs Zuschauen, hoffe, er hat euch gefallen. Wenn er es getan hat, lasst gerne auch ein Abo und sowas da. Alles gut und dann sehen wir uns hoffentlich im nächsten Part zum 23. Spieltag in der Fußball-Bundesliga wieder. Bis dahin, bleibt gesund, haut rein und ciao.